Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed 2. In der letzten Folge haben wir weitergemacht mit den Leutnants, also die getötet, ne? Jetzt haben wir 6 von 9. In der Folge werden wir die Leutnants nicht töten, aber wir werden hier schon mal die letzten Codex-Seiten suchen und die dann entschlüsseln zu Leonardo bringen und die dann anschließend aufhängen. Und zuerst einmal würde ich mal vorschlagen, bevor wir anfangen, schön den Kanal abonnieren, ne? Würde ich mich sehr darüber freuen, ist kostenlos, ne? Und gehen wir schon zur ersten Codex-Seite, ne? So, hier werden wir schon mal zur ersten Codex-Seite. So, haben wir hier irgendwo Diebe rumstehen auf den Dächern? Da oben sind welche. Gehen die mal mit? Dann können wir gleich die Wachen da ein bisschen ablenken und dann, ja, können wir einfach reinspazieren. So, das hätten wir. Und dann einfach rein. Oh nein, oh nein. Die haben uns gesehen, scheiße. Tja, dann geht das doch nicht, was ich geplant habe. Leider funktioniert es nicht. Jetzt können wir plündern, Gott sei Dank. Endlich ist zu Ende das ganze Gejammere da. So, wie viele sind übergeblieben? 4 Stück sind übergeblieben. So. Eine Codex-Seite hätten wir Komm, schon. Freunde, wöchentlicher Aderlass ist Teil eines gesunden und balancierten. So, wo haben wir hier noch einen? Dann gehen wir mal hier Aussichtspunkt. Dann finden wir vielleicht etwas mehr noch. Bitte akzeptiert meine Entschuldigung. So, da wären wir auf dem Aussichtspunkt. Synchronisieren einmal. Gerade aktualisiert, so. Haben wir hier noch was? Ne, haben wir leider nicht mehr. Reisen wir nach Monteriggioni zu Leonardo. Entschlüsseln wir schon mal die ersten Seiten und heben wir mal ein bisschen Geld ab da von unserer Kasse da. So, da wären wir in Monteriggioni. Gehen wir erstmal zu Leonardo. Oder, ne, erstmal Geld holen. Hier vorne erstmal das Geld. So, 13.000. Noch was? Und dann gehen wir zu Leonardo hier. Leonardo! Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Aha! Du hast noch eine gefunden! Wie aufregend! Schwierig. Ein numerischer Austausch und eine Lautverschiebung. Ein Moment, das war's. Vielen Dank, Leonardo. So, die können wir jetzt mal aufhören da. Gleich allerdings. So, nehmen wir hier erstmal venezianischen Umhang, weil wir gehen ja jetzt gleich nach Venedig. Und wenn der Umhang da ist, dann glaube ich, erhöht sich der Bekanntheitsgrad bei uns nicht. So, da sind wir in Venedig. Habe ich schon eigentlich gesagt, dass ich in Venedig. Oh, guck mal. Wir waren gerade in Monteriggioni. Habe ich schon gesagt, dass ich in Venedig am liebsten bin hier in dem Spiel, weil die Stadt gefällt mir am besten. Besser als Florenz, Toskana oder. Was haben wir da noch? Forlì. So, synchronisieren wir mal hier Aussichtspunkt. So, Karte aktualisiert. Gucken wir mal kurz drauf auf die Karte. So, den Aussichtspunkt nehmen wir auch noch mit. Was haben wir hier noch? Haben wir hier noch was? Was wir mitnehmen können vielleicht? Ey, guckt euch mal das an. Hier ist dieser die Scheiß-Codex-Seite. Ey, wir sind auf die komplett andere Seite von Venedig einfach mal, ne? Ey, das ist so ärgerlich. 500 Meter müssen wir jetzt dahin laufen. Egal. So, machen wir Todessprung hier einmal runter. Und dann switchen wir mal rum zur Codex-Seite schnell. So. 300 Meter nur. Und ihr Piept, ich hasse euch widerliche Fremdlinge. Denkt immer, dass ihr das Best Game hier aus den Augen. Wisst ihr was noch? Mal und du bist tot.
Weißt du was? Dann machen wir es jetzt nochmal. Komm, gehen wir mit. Machen wir nochmal. Oh, Madonna! Kannst du es einfach nicht lassen, wie? Hey! Du glaubst, wie sich nette Komm, lass ihn mal kämpfen ein bisschen. Die nerven mich. So, weiter zur Codex-Seite. 40 Meter noch, die nehmen wir mit. Zur Ablenkung. Der Preis der Perfektion kann nicht in Münzen gemessen werden. So, wo sind die? Da hinten. So, hier könnt ihr mich mal ablenken. Vielen Dank. Jetzt können wir hier locker reinspazieren, plündern und dann haben wir jetzt. Sollten wir jetzt alle haben, glaube ich. Hallo, lass mich doch vorbei. Mein Gott. So, zurück nach Monteriggioni. Gut zu Leonardo und wieder Geld abholen. So, erst das Geld wie immer, ne? Ey, guck mal, richtiger Akrobat. 13.766, genau das haben wir von auch bekommen. Das konnte ich mir nicht merken wollen. So, zurück zu Leonardo. Leonardo! Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Das ist einfach. Man muss nur jeden zweiten Buchstaben bewegen. Hier. So, jetzt hätten wir, glaube ich, alle Codex-Seiten entschlüsselt. Gesundheitsquadrat gewonnen, dafür, dass wir alle jetzt haben, ne? So, jetzt einmal interagieren hier. So, jetzt haben wir alle. Drehen wir noch die Seiten ein bisschen hier oben. So. Hier noch ein bisschen rumdrehen. Nee, das war schon richtig so. So, wie auch immer, ne? Auf jeden Fall, so sollte das dann ungefähr am Ende aussehen. Und oder so. Ich vertue mich jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele und da drauf gucke. Ja, egal. Lassen wir es einfach mal. Machen wir es in der letzten Folge, wenn wir das dann alles hier gemacht haben mit Savonarola und alles und die ganzen anderen Leute. Gehen wir noch hier zu Maria. Und geben wir ihr da ihre Federn. Ich weiß nicht, wofür sie die sammelt. So, 17 von 100 Federn. Bisschen Wert von Monteriggioni gesteigert. Können wir nicht mehr gebrauchen. So, springen wir zurück nach Venedig. Hier ist noch. Ey, was soll das? Willst du auf einer Pike enden? Ja. So, hier ist noch Kunsthändler. Gucken wir mal, ob wir alle Gemälde hier haben. Auf jeden Fall Schatzkarten fehlen auch noch so ein paar. Geld ausgeben können wir immer, ne? Davon haben wir sowieso genug momentan. Ihr seid immer willkommen, so. Herr. Sehr schön. Ihr! Belebt euch! Das habe ich jetzt extra gemacht. Das war dafür, dass er von uns Idiot genannt hat. So, da wären wir wieder zurück in, wo sind wir hier in, guck mal, ich habe vergessen, wo wir sind. In Florenz sind wir, ja, Florenz. So, jetzt habe ich es endlich. Mein Gott, ey. Florenz sind wir. So, wo ist die nächste Mission? Hier vorne. Laufen wir da schon mal hin? So, und ich würde mal vorschlagen, das war es schon wieder von der Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, ist kostenlos. Das war jetzt mal so eine kurze Folge, um alles auf Vordermann zu bringen, was wir noch brauchen, damit wir die Hauptstory nur noch spielen müssen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.